Wir wollen mit ein paar Vorurteilen über Studierende und das Studium aufräumen. Vorurteil Nummer 4. Ein Studium sollte in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden. Das stimmt auch so nicht ganz. Also es ist bei uns in den meisten Fällen so, dass ihr 7 Semester Zeit habt für euer Studium. Aber falls es jetzt wirklich mal so sein sollte, dass ihr sagt, mir wird es jetzt gerade viel zu viel mit den Klausuren oder ihr macht einen Werkstudentenjob nebenbei oder möchtet noch mal ein Auslandssemester einlegen, dann habt da keine Angst. Also wenn man mal ein Zwischensemester einschiebt, dann ist das kein Problem. Es gibt auch genügend Leute hier an der Hochschule, mit denen man darüber sprechen kann, ob sowas möglich ist oder wie man das am besten dann unterbringen kann in seinem Studium. Und sonst ist es eigentlich schon so, dass die FH- oder Hochschulstudenten eher dafür bekannt sind, dass sie das halt in einer relativ kürzeren oder relativ kurzen Zeit durchziehen, ihr Studium. Und das schätzen die Arbeitgeber eigentlich dann auch sehr. Also lasst euch nicht zu viel Zeit, aber habt auch nicht keine Angst, wenn ihr mal ein bisschen mehr Zeit braucht. Das ist auch kein Problem. Also das ist alles machbar. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.